Einen guten Abend am Donnerstag und willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. Das warme Wetter wird auch in dieser Sendung wieder ein Thema sein. Und außerdem geht's um das hier. Flüchtlingsunterkünfte in Kempten. Kleine Dependancen statt Ankerzentrum. 10 Jahre Straßburg und Brüssel. Barbara Lochbieler im Gespräch im Dönerstalk. Und heimelig in Hergensweiler. Konzept für Dorf für Demenzkranke. Und das Wetter im Allgäu. Sommerlich, aber nicht mehr ganz so heiß. Gestern sorgte eine recht kurzfristig einberufene Pressekonferenz der Stadt Kempten für Wirbel. Wegen aktueller Entwicklungen wolle man über die Flüchtlingsunterbringung in Kempten sprechen. Schnell wurde spekuliert, kommt vielleicht doch ein Ankerzentrum nach Kempten und hat die Artilleriekaserne damit etwas zu tun. Aber da gab es schnell Entwarnung, nein, es wird kein Ankerzentrum in Kempten geben. Aber trotzdem ging es um die Nachfolgelösung für das Ankerzentrum in Donauwörth. Das schließt ja zum Ende des Jahres. Julia Becker mit den Einzelheiten. In den letzten Jahren kam das Thema Ankerzentrum in Kempten immer wieder auf. Als möglicher Standort war die ehemalige Artilleriekaserne im Gespräch. Das Ankerzentrum kam dann aber nach Donauwörth. Seit Mai letzten Jahres ist sicher, das bisherige schwäbische Ankerzentrum in Donauwörth wird aufgelöst. Das ist auch weiterhin so. In Zukunft soll die Unterbringung von Asylsuchenden anders erfolgen. Das wurde gestern bei einer Pressekonferenz im Kemptner Rathaus bekannt gegeben. Und zwar wird es so sein, dass es in Augsburg ein Behördenzentrum gibt. Und von dort aus, dort werden nur die Flüchtlinge erfasst, möglicherweise in andere Bundesländer weitergeschickt, wenn sie die Zuständigkeit dort haben. Und diejenigen, die in Schwaben bleiben, werden verteilt auf Ankerdependancen, Unterbringungsdependancen. Eine Dependance wird unter anderem hier in Kempten entstehen. Mehring, Neu-Ulm und Augsburg sind weitere Standorte. Dass auch in Kempten eine Dependance entstehen soll, basiert auf einer gemeinsamen Erklärung aus dem Jahr 2016, erzählt Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Nämlich, dass 4 Hektar der Artilleriekaserne für die Unterbringung der Flüchtlinge vorgesehen waren, mit bis zu 1000 Unterbringungskapazitäten, also Personen. Damals befristet auch auf 10 Jahre. Und die Lösung, die wir jetzt gemeinsam, das heißt mit dem Bayerischen Innenministerium, mit der Regierung von Schwaben und wir als Stadt Kempten erarbeitet haben, sieht so aus, dass diese Zahl von 1000 reduziert wurde auf eine Maximalbelegung von 380 Personen. Der Vertrag wurde auf 8 Jahre befristet. Die Dependancen dürfen zudem in der Stadt auf 2 Standorte verteilt werden. Das Gelände der Artilleriekaserne wird zum Teil von der Bundespolizei genutzt werden. Den anderen Teil will die Stadt als Gewerbefläche nutzen. Und auch heute müssen wir übers Wetter sprechen. Es ist warm, sehr warm. Gestern wurden in ganz Bayern viele Hitzerekorde gebrochen, unter anderem auch in Kempten. Hier hat die Wüstenluft aus Marokko mit Hochulla gestern für rund 35 Grad gesorgt. Der bisherige Juni-Rekord lag bei 33,7 Grad und stammt aus dem Jahr 2002. In Memmingen wurde sogar ein fast 40 Jahre alter Juni-Temperaturrekord gebrochen. 1980 waren es 33,3 Grad. Gestern zeigte das Thermometer in der Maustadt 33,8 Grad an. Und auch wenn der Hitzehöhepunkt gestern war, heißt das nicht, dass es jetzt abkühlt. Die 30 Grad wird es auch in den nächsten Tagen noch geben. Aber keine Rekordtemperaturen mehr. Der deutschlandweite Juni-Hitzerekord wurde übrigens in Sachsen gemessen. In Bad Muskau in der Lausitz waren es gestern 38,6 Grad. Ja, mehr zum Wetter in Ihrer Region gleich nach der Werbung und den Kurznachrichten. Bis gleich. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier.
Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Einkauf und Genuss, Information und Unterhaltung. Das ist die Messe Mir in Memmingen. Informieren Sie sich bei über 100 Ausstellern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung oder gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise. Ob buntes Programm, das Messekinderland oder die gemütliche Einkehr im Festzelt. Die Mir ist das Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Mir vom 28. bis 30. Juni im Stadtpark Neue Welt Memmingen. Infos unter messe-mir.de. Erleben Sie eines der schönsten Auktionshäuser Süddeutschlands. Kunst, Antiquitäten und Raritäten auf über 1000 Quadratmetern. Ihr kompetenter Partner beim Kauf und Verkauf Ihrer Schätze. Ein Einkaufserlebnis der anderen Art in einem stilvollen Ambiente. Allgäuer Auktionshaus Kühling. Das Kunst- und Antiquitätenhaus im Allgäu. Kommenden Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. Juni, wird rund um das Firmengebäude von Naturkosmetikhersteller Primavera in Neumittelberg das Rosenfest gefeiert. Freuen Sie sich auf ein duftendes Erlebnis für alle Sinne, Firmen- und Gartenführungen, Workshops, Vorträge, kunterbuntes Kinderprogramm und am Samstag um 20 Uhr das mitreißende Improvisationstheater mit den Wendejacken aus Kempten. Jede Menge Fahrgeschäfte, Ketten, Karussell und Autoscooter, Flipper, Topspin, der Irrgarten und natürlich viele weitere Attraktionen bieten Spaß pur beim Sonthofener Volksfest. Außerdem Freiluftbewirtung mit kulinarischen Schmankerln sowie ein großes Festzelt. Mittwoch, 3. Juli, Kinder- und Familientag mit stark ermäßigten Preisen. Und am Samstag, den 6. Juli, dann das große Brillantfeuerwerk. Und jetzt die Kurznachrichten am Donnerstag. Ersthelfer haben gestern in Waltenhofen einen bewusstlosen Mann aus dem Niedersonthofener See gerettet. Badegäste waren auf ihn aufmerksam geworden. Ein Student sprang sofort ins Wasser und brachte ihn gemeinsam mit einer Polizeibeamtin, die privat vor Ort war, ans Ufer. Dort begannen beide mit der Reanimation. Ein Rettungshubschrauber war schnell vor Ort. Dessen Besatzung übernahm die Behandlung des Mannes und flog den 73-Jährigen ins Krankenhaus. Der Polizei zufolge geht man derzeit von einer medizinischen Ursache aus. Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist gestern bei einem Unfall in Lindau schwer verletzt worden. Er war ohne Einwirkung von außen in ein Maisfeld gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Friedrichshafen geflogen. Unterschriften gegen Luxushotel. 1777 Unterschriften haben die Gegner eines geplanten Luxushotels beim Festspielhaus in Füssen inzwischen gesammelt. Sie wurden jetzt an die Stadt übergeben, zudem gehen aber noch weitere ein. Laut Ortsvorsitzenden Michael Käs werden insgesamt 2000 Unterschriften erwartet. Jetzt wird der Antrag von der Stadtverwaltung geprüft. Erst dann kann der Stadtrat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden. Gibt es grünes Licht von Seiten der Stadt, werden die Füssner in einem Bürgerentscheid über das Hotel abstimmen. Die Allgäuer Liberale dagegen ist in Bezug auf den Bürgerentscheid anderer Meinung. Man habe kein Verständnis für diese ablehnende Haltung gegenüber einem wichtigen Infrastrukturprojekt, so steht es in einer Pressemitteilung. Auch Beeinträchtigungen der Umwelt lasse die Allgäuer Liberale nicht gelten. Der Forgensee sei nicht als Naturparadies angelegt worden, sondern solle wirtschaftlichen Nutzen bringen. In Bad Wörishofen hat es einen Unfall auf einem Bauernhof gegeben. Dabei sind einem Landwirt mehrere Zehen abgetrennt worden. Der hatte gestern Nacht ein Scheunentor an einer Kurbel heruntergelassen, als plötzlich ein Führungsseil riss und das Metalltor ungebremst auf den Fuß des Landwirts fiel. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Baufortschritt im Langlaufzentrum. Die Baumaßnahmen zur nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf gehen zügig und planmäßig voran. So eine Pressemitteilung. Außerdem wird nun auch das in die Jahre gekommene Beschneiungssystem erneuert und erweitert. In Zukunft soll es 30 Schneeerzeuger in Kombination mit einem größeren Schneiteich geben. Auch das sogenannte Snowfarming soll künftig angewendet werden.
Dabei wird technisch erzeugter Schnee auf ein Depot gelegt und mittels Hackschnitzel als Isolierschicht abgedeckt. Diese Maßnahmen sollen nicht nur für die Skiweltmeisterschaft hilfreich sein, sondern auch einen rechtzeitigen Start in die Langlaufsaison und in die Wettkampfvorbereitungen in Zukunft ermöglichen. Eine 39-jährige Autofahrerin ist gestern in Kempten mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Rettungswagen war mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht unterwegs und wollte den Adenauerring queren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die 39-Jährige hatte den Rettungswagen übersehen. Sowohl die Fahrerin des Autos als auch die zwei Kinder im Auto im Alter von 6 und 8 Jahren sowie Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Wieder eine Petition. Bereits zum wiederholten Mal hat sich ein Ausschuss des Bayerischen Landtages mit dem Festival Rock the King bei Buchenberg beschäftigt. Jetzt wurde zum dritten Mal eine Petition eingereicht. Der Unterschied jetzt ist, dass sich die aktuelle Antragstellerin aus Buchenberg für und nicht gegen das Konzert einsetzt. Damals beschwerten sich die Anwohner wegen Lärm und Unruhe, sammelten Unterschriften und wandten sich in 2 Petitionen an den Landtag. Laut der Antragstellerin Natasja Grömling gehe es jetzt nicht um die Details wie den geforderten Bebauungsplan. Sie will lediglich das Festival weiterhin in Buchenberg erhalten. Im vergangenen Sommer hieß es, dass die Konzerte 2019 noch stattfinden dürfen, dann allerdings brauche es als rechtliche Grundlage einen Bebauungsplan, der aber der Gemeinde zufolge so nicht eingehalten werden kann. Heuer gibt es auf der Fläche deshalb keine Konzerte. Ja, das Wetter wäre ideal für ein Open-Air-Konzert. Jetzt die Aussichten für morgen und die nächsten Tage. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht wird es sternenklar im ganzen Allgäu. Die Temperaturen werden etwas milder als die letzten Nächte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Den morgigen Freitag starten wir nochmal mit viel Sonne und heißen Temperaturen im ganzen Allgäu. Mit 28 Grad wird es im Oberallgäu am heißesten. Im restlichen Allgäu liegen die Werte zwischen 24 und 27 Grad. Die Sonne scheint auch am Nachmittag kräftig weiter. Da steigen dann die Höchsttemperaturen nochmal um 1 bis 2 Grad an. Es gibt Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad. Auch in den Bergen gibt es Sonne satt. Kleine Wolken ziehen morgen nur am Nebelhorn und am Hochgrat auf. Ansonsten bleibt es in allen Gebieten durchgehend sonnig. Die Temperaturen in den Bergen liegen zwischen 20 und 27 Grad. Samstag und Sonntag scheint weiterhin die Sonne. Dazu gibt es Temperaturen von bis zu 30 Grad. Am Sonntag können vereinzelte Wolken aufkommen. In der kommenden Woche schaut es dann wieder etwas anders aus. Den Montag starten wir bewölkt und mit vereinzelten Regenschauern. Es bleibt aber mit 29 Grad weiterhin heiß. Sie war 10 Jahre lang das Gesicht des Allgäus im Europaparlament in Straßburg. Barbara Lochbieler hat schon nach der letzten Europawahl 2014 angekündigt, nicht noch einmal zu kandidieren, und sie hat Wort gehalten. Aber in die wohlverdiente Ruhe geht sie nicht, weil mit Ruhe hat sie es nämlich nicht so, wie viele andere Politiker auch. Was sie umtreibt, was sie noch vorhat und was sie in den letzten 10 Jahren zwischen Brüssel, Straßburg, Berlin und Ronsberg im Ostallgäu erlebt hat, hat sie mir in der neuesten Ausgabe vom Dönerstalk erzählt. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt. Menschenrechte, das war immer ihr Thema und ist es noch heute. Barbara Lochbieler, aufgewachsen in Ronsberg im Ostallgäu, war in der Welt unterwegs. In Sachen Menschenrechte war sie 10 Jahre lang für Amnesty International aktiv. Danach kamen 10 Jahre im Europaparlament. Auch dort war sie im Menschenrechtsausschuss tätig. Jetzt ist sie keine Abgeordnete mehr. Über die Zeit in Straßburg und Brüssel spricht sie im Dönerstalk. Sie haben ja auch diese Zeiten noch miterlebt. Da gab es doch große Skandale, dass irgendwann alle Leute sich in die Listen eintragen, alle Parlamentarier, und kaum einer im Parlament hockt. War das wirklich so schlimm? Oder ist es jetzt anders? Also das ist so, man muss immer schauen, die Hauptarbeit, die findet in
Brüssel statt in den Ausschüssen. Da wird inhaltlich am intensivsten gearbeitet. Und da auf das, was Sie Rekurs nehmen, das ist im Plenum gewesen. Da muss man sich auch einschreiben, dass man da ist. Mhm. Aber im Plenum sitzen Sie ja nicht immer. Da sitzen Sie nur, wenn Sie abstimmen, also ganz hohe, gute Präsenz mittags. Aber wenn dann nicht Ihr Thema dran ist, sondern was ganz anderes, dann sind dann nur die aus den Ausschüssen. Und dann hat es immer so ausgeschaut, als die Leute sich nur eintragen, dann kurz mal reingucken, ob da jemand ist und wieder gehen. Also, und diese Unterschrift bedeutet Sitzungsgeld, ne? Die Unterschrift bedeutet Anwesenheit und die bedeutet Sitzungsgeld. Sie können das aber noch regulieren. Es wird nämlich, wenn Sie mittags abstimmen, das wird über elektronisch erfasst. Und wenn Sie nicht da sind oder eine bestimmte Zeit nicht da sind, dann wird das Sitzungsgeld sogar reduziert, wenn man davon ausgeht, Sie sind nachmittags nicht da gewesen. Ach so, ist so nach und nach dann doch ein bisschen reguliert worden. Ich glaube, bei der Europäischen Union, im Europäischen Parlament, wir haben 751 Abgeordnete. Können Sie eine fleißige Abgeordnete sein oder eine, die halt nichts tut und da in diesem Gros verschwindet? Jetzt sind ja 10 Jahre eine lange Zeit. Wie ist es denn Ihnen gegangen, persönlich? Was war denn das für Sie persönlich für eine Zeit? Entstehen da Freundschaften? Was ist da so? Also erstmal war es für mich neu, ein Mandat für eine politische Partei zu haben. Ich bin ja jetzt nicht sozialisiert beruflich in einer Partei und das ist gut gegangen. Ich habe am Anfang gedacht, es gibt so ein paar Punkte, das kann ich nicht mit meiner Haltung, mit meiner Einstellung vereinbaren. Zum Beispiel, wenn wir in dieser Zeit eine Situation gehabt hätten, wo eine Militärintervention in irgendeinem Land begründet worden wäre mit der Rettung der Menschenrechte. Daran glaube ich nicht. Kriege werden immer aus vielen Gründen geführt. Da hatte ich ein leichtes Machen. Und für mich war es wirklich interessant, in einem parteipolitischen Kontext zu arbeiten, auch immer zu schauen, wie verhält sich es mit der Programmatik im Wahlprogramm und wie tun wir uns auch in einer europäischen Gruppe zusammen. Ich habe ja die 11 deutschen Kollegen gehabt, aber in meinem Auswärtigen Ausschuss waren Franzosen, Ungarn und Engländer, alles Mögliche. Und dieses europäische Zusammenarbeiten fand ich interessant, weil gerade Außenpolitik wird zum Beispiel von französischen Grünen ganz anders diskutiert wie die Deutschen. Auch bei Waffenexporten zum Beispiel. Wir haben ja immer, muss das Parlament eigentlich solche Debatten führen. In Frankreich ist man dann viel unempfindlicher. Das war spannend. Also diese europäische Ebene war spannend. Was sie jetzt nach der Zeit im Europaparlament vorhat und warum sie mit dem Begriff Heimat etwas fremdelt, erzählt sie in der neuesten Ausgabe vom Dönerstalk. Der Dönerstalk mit Barbara Lochbieler ab heute neu hier bei uns im Programm. Zum ersten Mal um 22.30 Uhr. Und in dem Zusammenhang wie immer auch der Hinweis auf die Allgäu TV Mediathek. Unter allgäu.tv finden Sie diese und alle anderen Sendungen zum Nachschauen. Natürlich auch unsere Landkreismagazine. Da startet heute eine neue Ausgabe aus dem Landkreis Lindau. Worum es diesmal geht, erfahren Sie gleich nach der Werbung. Erleben Sie Kabarett, Musik, Mentalmagie und Artistik in schönster Festivalatmosphäre. Ob im nostalgischen Kinopalast, im Antoniersaal oder unter freiem Himmel. Genießen Sie die Memminger Meile 2019. Küchenmeier, die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Meckatzer Löwenbräu in Heimenkirch in der Nähe von Lindenberg. Seit rund 280 Jahren hat man sich hier der Braukunst verschrieben und legt dabei allergrößten Wert auf die Qualität. Qualität, die bereits im Haus ständig überprüft wird.
Mit seinen Bieren hat sich Meckatzer als echte Genussmarke im Allgäu und darüber hinaus etabliert. Jetzt sucht Meckatzer weitere Allgäuer Genussmacher. Es geht also darum, dass die Menschen uns Beispiele nennen, vom West- ins Ostallgäu, vom Ober- ins Unterallgäu, dass wir also immer mehr wissen, wo es denn diese Genussmacher gibt. Und da haben wir eine hochkarätig besetzte Jury, die diese eingereichten Vorschläge bewerten wird. Und im Herbst, im Oktober, wird es dann die Tagung geben, bei der wir die drei Meckatzer Löwen nach unterschiedlichen Kategorien verleihen werden. So sollen die vielen kleinen und großen Genussmacher im Allgäu vernetzt werden und die Region insgesamt voranbringen. Das Ziel ist es, dass wir Transparenz schaffen, dass wir zeigen, wer im Allgäu sich alles um das Thema Genuss kümmert. Sei es Gastronomen, sei es Rinderzüchter, sei es Käser, sei es Brotbäcker. Wir wollen diese Menschen miteinander vernetzen und bewusst machen, dass das Allgäu als Genussregion existiert. Kennen Sie einen Allgäuer Mechler? Dann schreiben Sie uns. Mehr Informationen gibt es unter www.allgäuer-genussmacher.de. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2019. Demenz ist eine Krankheit, von der fast jeder in irgendeiner Form betroffen ist oder sein wird, sei es durch einen Demenzfall in der Familie, im Freundeskreis oder bei sich selbst. In üblichen Pflegeheimen kann man den Ansprüchen der an Demenz Erkrankten oft nicht gerecht werden, denn sie haben einen großen Bewegungsdrang, den sie dort meist nicht richtig ausleben können. Weil es in Zukunft immer mehr Demenzkranke geben wird, müssen sich auch die Pflegeeinrichtungen anpassen. In einer kleinen Westallgäuer Gemeinde gibt es eine Idee für eine Alternative. Noch gibt es hier am Rand von Hergensweiler nur eine große grüne Wiese. Das könnte sich aber ändern. Zumindest, wenn das Projekt umgesetzt wird, das im Ort zurzeit heiß diskutiert wird. Denn hier soll, so die Idee, ein Dorf für Demenzkranke entstehen, Hergensweiler Heimelig. Angestoßen wurde das Projekt von Anke Franke und der evangelischen Diakonie Lindau. Weil es zurzeit allerdings Gegenwind aus der Hergensweiler Bevölkerung gibt, wollte sie sich dazu nicht äußern. Diese Aufnahmen sind aus dem Januar dieses Jahres. Auf einem 30.000 Quadratmeter großen Areal wollen wir viele kleine Wohnhäuser errichten, in denen Bewohner mit einer Demenz zusammenleben, in kleinen Wohngruppen a 8 Personen. Und dazwischen gibt es ganz viel Raum, sich zu bewegen, um was Neues zu entdecken, um frische Luft zu schnappen, um dabei neue Impulse zu erhalten. Und in dieses Projekt wollen wir einen Kindergarten integrieren, ein Gasthaus, um viele, viele Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen mit Demenz und Menschen, die von außen kommen, zu schaffen. Das Dorf soll in sich geschlossen sein, sodass die an Demenz erkrankten Bewohner nicht herauskommen, aber innerhalb des Dorfes ihren Bewegungsdrang ausleben können. Das ist in einem herkömmlichen Pflegeheim nicht so einfach möglich. Es fehlt der Platz, wo die Bewohner sich gefahrlos bewegen können. Bürgermeister Wolfgang Strohmeier stand dem Projekt von Anfang an offen gegenüber. Zum einen kenne ich die Diakonie aus meiner Zeit im Landratsamt. Da hatten wir schon geschäftliche Berührungspunkte. Und ich weiß, dass sie ein sehr gut geführtes Pflegeheim haben und einen sehr gut geführten Kindergarten auf der Insel. Zum zweiten stellt sich heraus, dass die Demenzerkrankungen immer häufiger werden, dass wir da eine große Zukunftsherausforderung haben, der wir mit innovativen Ideen begegnen müssen. Dass nun viele Bürger Kritik äußern und sich nicht ausreichend informiert fühlen, kann er nicht verstehen. Es gab zu dem Themenkomplex schon weit über ein Dutzend Zeitungsberichte. Bundesentwicklungshilfeminister Müller, der ja auch unser Bundestagsabgeordneter ist, befürwortet das Programm nicht nur, sondern pusht es auch tatsächlich auf Bundesebene, sodass immer wieder Zeitungsartikel erschienen sind. Und wir wollen aber dennoch für die Hergensweiler Bürger noch eine Informationsveranstaltung machen, um das Ganze transparent darzulegen und auch in Erfahrung zu kriegen, was sie drückt, was sie bewegt. Wann die Infoveranstaltung stattfinden wird, steht noch nicht fest. Nach der ersten, die bereits im Jahr 2014 nach den anfänglichen Überlegungen zum Demenzdorf veranstaltet wurde, sei die Resonanz durchaus positiv gewesen. Und auch jetzt rechnet der Bürgermeister nicht mit allzu vielen negativen Stimmen. Ich glaube, dass gar keine so großen Sorgen aufkommen. Es sind so Fragen, ein Gemeinderat,
bemängelt zum Beispiel den großen Flächenverbrauch. Dann ist tatsächlich eine Kernfrage die Frage des Kindergartens, denn der Kindergarten ist natürlich schon etabliert hier in Hergensweiler. Ich bin der Meinung, Hergensweiler verträgt auch angesichts des Zuzugs 2 Kindergärten. Mehr zu dem Thema Hergensweiler-Heimelig und zum geplanten Generationendorf in Röthenbach sehen Sie ab heute Abend in der neuen Ausgabe unseres Landkreismagazins Vom Westallgäu bis zum Bodensee. Ja, vom Westallgäu bis zum Bodensee. Ab heute also bei uns im Programm. Morgen geht es in den Allgäu-TV-Nachrichten unter anderem um einen Oberbürgermeister zum Anfassen. Die Kaufbeurer können 24 Stunden über ihren OB verfügen. Mehr dazu morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Auf Wiedersehen und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV. Draußen ist es heiß, hier im Bayerischen Landtag ist es eigentlich angenehm kühl. Trotzdem wird heiß debattiert. Zum Beispiel über die Hebammenfrage. Viele Stationen müssen schließen wegen Personalmangels. Bei den Lösungsansätzen, ja, da scheiden sich die Geister. Also die Problematik haben wir natürlich nicht nur im Ballungsgebiet, sondern tatsächlich auch im ländlichen Raum. Die Staatsregierung hat da schon einiges unternommen. Zum einen haben wir natürlich den Hebammenbonus von 1.000 Euro. Dann haben wir die Niederlassungsprämie geschaffen. Ganz wichtig, das Geburtshilfeförderprogramm. Da sollen Möglichkeiten geschaffen werden, dass wir tatsächlich flächendeckend sowohl eben in den Ballungsgebieten als auch im ländlichen Raum flächendeckend Geburtshilfe haben. Es muss flächendeckend gewährleistet sein und es geht auch, wenn man will. Im Beispiel Erding hat man zum Beispiel auch gesehen, wenn sich da ein Landrat auf die Hinterfüße stellt, dann kann man sowas auch wieder öffnen. Und da appelliere ich auch an die Politiker vor Ort, sorgt für eure Mütter und zukünftigen Mütter und wehrt euch dagegen, dass da zugemacht wird, beziehungsweise dass die Entbindungsstationen wieder aufgemacht werden. Ganz wichtig ist uns von den Freien Wählern auch die Akademisierung der Geburtshilfeausbildung. Da gilt es natürlich auch ein Auge weiterhin drauf zu haben, dass wir tatsächlich sowohl regional verteilt als auch in genügender Anzahl die hierfür notwendigen Plätze haben. Insgesamt, wenn man das alles zusammensieht, glaube ich schon, dass sowohl die Möglichkeiten, also die Arbeitsbedingungen, als auch die Zugangsmöglichkeiten zum Hebammenberuf deutlich verbessert worden sind, sodass ich denke, wir haben viel getan. Es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, die 1:1-Betreuung, da fehlt das Personal dafür, aber ich glaube, dass durchaus die Versorgung schon deutlich verbessert worden ist. Letztendlich, wenn das in ein Ziel endet, 1:1 Hebammenversorgung zur Schwangeren, ist es nur wünschenswert. Aber jetzt davon zu sprechen, ist zu verfrüht. Wir müssen zuerst einmal die Hausaufgaben weitermachen und die angestoßenen Programme, die auf den Weg gebracht wurden, abwarten. Die bayerischen Wälder sind in Gefahr. Was der Käfer nicht schafft, das schaffen Dürre und Windbruch. Damit es eine anständige Schädlingsbekämpfung geben kann, soll jetzt ein regionales Kataster erstellt werden. Aber ist so eine regionale Statistik auch sinnvoll? Ein kleinschemiges, regionalisiertes Kataster ist absolut wünschenswert, weil die Information ja auf die betroffenen Gebiete gehen muss, um hier schnell handeln zu können. Der Wald ist leider tatsächlich ein Sorgenkind, deswegen glaube ich auch, dass wir regionalisiert den Wald und seinen Zustand betrachten sollten. Wir haben zunehmend natürlich Schädlingsbefall, Borkenkäfer, die extrem heißen und trockenen Sommer tun, da ist Ihre dazu. Dann haben wir natürlich Windereignisse, Wurfereignisse, das begünstigt das Ganze. Es ist ja auch nichts Neues, also Käfer gab es immer mal wieder und der letzte trockene Sommer war bestimmt kein Fehler für die. Aber dieses Auf und Ab gab es immer, also ich sehe es nicht so dramatisch. Ich denke, dass wir da tatsächlich genau drauf schauen müssen, dass wir regionalisiert den Schädlingsbefall auch beobachten müssen. Der Klimawandel macht sich da leider sehr bemerkbar. Ich kann da nur meinen Dank an alle, die im Wald tätigen, aussprechen. Es ist ein Mordsakt dieses Jahr, weil der Borkenkäfer so intensiv sich jetzt in diesem Jahr vermehrt hat. Das war's auch schon wieder mit Plenum TV. Weiter geht's am Wochenende mit Plenum TV, das Magazin. Diesmal mit dem Thema Kommunikation zum Bürger. Wie steht es um den Dialog zwischen Abgeordneten und Wähler? Wir antworten am Samstag bei Plenum TV, das Magazin. Das war Johanna Nagel für Allgäu TV.